Merkwürdiger Ladebalken. Ah. Meine Banane ist futsch. War doch nur ein Traum gewesen. Waren da nicht mal mehr Schubladen drin? Relaxation Room? Wait, warum sieht das hier plötzlich anders aus? Das sieht ja aus, als wenn ich plötzlich auf der anderen Seite... Das Gitters wäre ja tatsächlich. Da ist eine Tür offen. Ah, Baupläne. Die ich gefunden habe. Die kann man wohl eventuell da sehen, scheinbar. Ich kann das Kleine nicht lesen. Hat jemand meine Banane gesehen? Hallo? Was ist das bitte für ein Raum? Sag mal. Ein riesengroßer Raum, riesengroße Leinwand, der schlechteste Film aller Zeiten und nur ein Sitz. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay, ich soll also wieder zurückgehen, lamentieren, was ich vielleicht gerade sagte oder so ähnlich und nicht an die Riesenbanane denken. Nee, ich denke lieber an die Banane. Für eine Sekunde hörte sich die Musik gerade an, als würde sie rückwärts laufen. Und scheinbar kann ich wohl in mein Zimmer nicht mehr rein. Es sei denn, diese ganzen Zimmer sind alle meine Zimmer. Ich habe hundertprozentig alle möglichen Schachfiguren, die ich hätte finden können, bestimmt übersehen. Irgendwann kommt da noch was anderes raus als Soda. Da hat wohl jemand den Fahrstuhl vergessen. Steht da? Oh, irgendeine Seriennummer oder so ähnlich. Häuser müssen doch so stehen, oder? Ja sein können, dass da bei dem Pult irgendwas ist. Wait, habe ich diesen gesamten Raum da riesengroß jetzt gemacht? Warte mal, kann ich den noch größer machen? Da vielleicht nicht drin sein, das wäre eine Option. Au. Ich glaube, noch größer geht's nicht. Oder?
das jetzt so gut ist? I don't know. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich komme hier nicht hoch. Dachte ich mir schon. Aber hey, Hauptsache, das Ding sieht fast fast normal groß aus. Olle Feuerlöscher. Wanna. Ist ja kleiner geworden. Bin ich jetzt größer geworden oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nee, bin ich wohl nicht. Auch diesmal gar nichts. Menno. Oh, das ist ein Ausgang. Dazu müsste ich aber größer sein. Lass mich raten, ich hole irgendwas aus dem Haus raus. Ja, nee, oder halt auch nicht. Sind die immer noch hier? Nee. Diesmal verhalten die Feuermelder-Knöpfe, nicht Knöpfe, Griffe sich normal. Griffe? Hebel. Whatever. Verändert sich die Musik? Ja, die verändert sich definitiv. Ich will es noch größer machen, ich weiß aber nicht wie. Na, vielleicht in dem Raum. Erstmal gucken, ob hier irgendwas ist. Scheint aber wohl nicht der Fall zu sein. Es sei denn, vielleicht da oben? Nee, da ist nichts. Schöne Sendung. Okay, ich habe mal eben das Radio durch den Boden klippen lassen. Es ist weg. Oh, da ist es hier wieder. Wie habe ich das gerade hinbekommen? Ich glaube, größer werde ich es nicht hinkriegen, weil der Raum ist einem nicht so richtig erlaubt. Und hören tut man ja leider gerade eh nichts, von daher. Kann ich da mitmachen? Mit? Scheinbar wohl nicht. Kriegen wir gleich hier wieder so ein klein wenig Horror? Atmosphäre. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce.
In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Du bist der schlechteste Arzt der Welt. Da kümmert sich die KI ja besser um mich. Und selbst die hat nicht mal eine Ahnung, was sie eigentlich macht. Ich warte so ein bisschen, dass ich irgendwann wieder so einen komischen Sternraum finde. Kann die Glotze laufen, wenn der Stecker gar nicht drin ist? Der Boden ist weg, oder? Also hier und da versucht das Spiel auf jeden Fall so eine gewisse Horroratmosphäre aufzubauen. Hä? Du bist aber verdammt laut. Das hier ist doch so ein Jenga-Turm oder nicht? Muss ich dich hier alles... Muss ich dir kaputt... muss ich die Dinger da kaputt pusten? Wegpusten? Meine Güte, warum soll ich kaputt pusten? Jetzt haben wir den schiefen Turm von Jenga. Nice. Jetzt habe ich den wohl ineffizientesten Ventilator gefunden, den es jemals gegeben hat. Was ist das bitte für ein Raum? Und kann ich da rein? Kann ich den da reinstellen? Tatsächlich. Warum? Keine Ahnung. Oh. Well. Okay. Ja, gut, also ich habe das Teil jetzt riesengroß, aber was bringt mir dieser Raum? Ich kann doch gar nicht rein. Oh, es sei denn, warte, die Scheiben sind nicht existent. Die Scheiben sind nicht existent. Nicht auf die ja draufstehen? Ja. Aber da war der Mülleimer. Eine Schachfigur oder so. Vielleicht auch ein Bauplan. Das wollte ich nicht so haben. Nee, das will ich auch nicht so haben. Ja, gut.
Ich sehe die Oberseite vom Mülleimer da unten. Wie geht das denn? Ach, da ist wieder so eine komische Tür. Da kann ich meinen Ventilator leider nicht mitnehmen. Ah, aber einen Bauplan habe ich gefunden. Endlich bin ich da angekommen, wo ich hingehöre. In den Müll. Hat ein bisschen was von Man in Black. Wo hinter jeder dieser Spinte ein anderes Universum war. Oh. Kann ich da hoch? Da oben irgendwo was ist? Aber selbst wenn, ich müsste erstmal irgendwas haben, um überhaupt hinzukommen. Oder vielleicht auch da. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Stimmt an sich. Ist ja so ähnlich wie beispielsweise, ja, hier, entweder Twitch oder YouTube. Oder generell Social Media auch. Du kannst da haufenweise Leute haben, die vielleicht gut finden, was du machst. Oder das, was du sagst. Oder was auch immer. Und dann kommt ein Arsch um die Ecke und sagt dann, Gott, du bist scheiße ohne Ende. Spring von der Klippe, bring dich um. Und das nagt irgendwie an einem, weil man denkt so, what, why, warum, hä? Oder wenn du jetzt quasi so irgendwie Kritik bekommst, die komplett irgendwie überzogen ist oder sonst was, da denkst du dann auch so, was, wie, hä? Mache ich hier doch so viel falsch? Und in Wirklichkeit ist das aber gar nicht der Fall. Du hast nur halt einen Pappenheimer gehabt, der halt, weiß nicht, einfach nicht das mag, was man machte oder sagte. Dem das nicht gefallen hat. Oder einfach schlechten Tag hatte. Kann auch sein. Der hat auch schon wieder die Oberseite von dem Mülleimer drauf. Oh. Okay. Kann ich aber vorher da oben rumgucken? Wobei, kann ich das vorher mitnehmen? Kann ich das mitnehmen und da irgendwo nach da oben hingehen? Wobei die größere Frage ist, wie zum Geier kann ich überhaupt auf diese Hüpfburg draufklettern? Falls das überhaupt eine Hüpfburg ist. Ich glaube nicht wirklich, dass man das dafür nutzen kann. Aber ich habe trotzdem was gefunden. Eventuell werde ich aber hier nicht möglicherweise mehr finden. Mindset wäre größer, in Wirklichkeit ist gar nichts größer.
Ich glaube, ich werde nicht da wirklich was mehr finden. Aber eventuell da hinten. Ist das da oben eine Tür? Oh, war da ein bisschen zu groß, oder? Ja, wow. Haut nicht hin. Und ich glaube, hier komme ich nicht wirklich hoch, oder? Nee, sieht nicht so danach aus. Seit ich würde hier noch irgendwas finden, was ich vergrößern kann. Was ist das da? Ein Lappen. Oder ein Blatt Papier. Ja, nee, da komme ich nicht hoch. Und selbst wenn, dann würde ich nur da reingehen können, wenn nicht. Na komm schon! Nun Makrometer! Verdammt! Exit-Schild kann ich leider nicht mitgehen lassen. Ist hier irgendwas anderes vielleicht noch? Scheinbar wohl nicht, aber irgendwie muss man da auch hochkommen können. Wobei, warte mal, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist eine normale Tür. Eventuell kann ich von da drin irgendwas rausholen. Wenn ich denn... Oh, okay, ich passe gerade nur so durch. Dann ist aber so eine schwummerige Wand. Ja, da kann ich nichts rausholen. Ist da vielleicht doch noch irgendwo ein Item rumfliegen? Sieht halt einfach mal gar nicht so danach aus. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwas war da eigenartig. Fühlt sich gerade so ein bisschen an, als wäre ich auf Eis drauf wäre oder so. Ah, schön. Erstmal schön wieder abschmieren. Okay, jetzt bin ich hier. Ich habe aber keine Ahnung, was ich hier machen könnte.
Wie? Die sind gar nicht... Die existieren gar nicht? Okay. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie hochkommen könnte. Nee. Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Der Vorhang, der scheint wohl auch massiv zu sein. Der ist unbewegbar. Hier wird es wahrscheinlich auch nicht wirklich was geben. Wobei, das ist eine Tür. Vielleicht ein Rückweg hiervon? Ich meine, das ist doch eine Tür da oben, oder? Okay. Pff, was passiert denn jetzt hier gerade? Super. Ja klar, das ist doch auch so eine schwummerige Wand. Oder beziehungsweise Tür. So eine Fisseltür wie aus Portal halt. Wo du kein Item durchgehen lassen kannst. Irgendwie meine ich, man müsste das so hinkriegen, dass die Burg schief ist. Sodass sie quasi zu dieser Tür sich neigt. Oh, das ist zu nah. Ich meine, jetzt sieht das schon nicht schlecht aus. Könnte hinhauen, aber... Dazu müsste ich erstmal hier auf diese Wand hochgucken. Was nicht gerade machbar ist. Gerade. Vielleicht nochmal einen Ticken größer, falls es geht. Er ist aber ein bisschen weiter weg jetzt. Nee, warte mal, das soll jetzt kleiner, oder? Ja, klar. Vielleicht so? Auf jeden Fall hängt er gerade irgendwo dran. Geht das vielleicht hier? Ich bin auf jeden Fall da oben, aber... Ja, ich glaube, weiter komme ich nicht nach oben. Sieht nicht so danach aus. Also auf jeden Fall eine Tür. So viel steht schon mal fest.